Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal meine zweite Weekly-Chest hier in Shadowlands anschauen und den Great Vault quasi öffnen. Ich war dafür letzte Woche ein, zwei Plus-Dungeons. Ich glaube, vier Stück habe ich gemacht, also müsste zwei Auswahlmöglichkeiten haben. Muss mal gucken. Ich habe einen Zehner, den haben wir ganz knapp depleted mit einer Random-Gruppe und ein paar andere Keys, 7, 8, sowas rum, habe ich auch noch gemacht. Deswegen müsste ich eigentlich aus der 10er einen 220er-Item kriegen, so wie letzte Woche. Da hatte ich eine Boost bekommen und dann halt ein bisschen Loweres, wenn das Item nicht gut ist. Ich glaube, ein paar NHC-Bosse habe ich auch gemacht, aber sonderlich viel mehr tatsächlich nicht. Ich bin ja im Moment eher so ein bisschen am Collecten, Gold machen und Sammeln und ja, so passiv am Gieren. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist, würde ich sagen. Ich will mich nämlich hier über die Weekly Chest eigentlich gehen. Oh, ich habe einen Kopf. Das ist schon mal gut, weil da habe ich an dem Slot noch nichts Krasses. Genau. Tempo, was ist da drauf? Tempo Mastery. Das ist okay. Zwar kein Versa. Dann hätte ich eine Hose. Das will ich auf keinen Fall nehmen, weil da habe ich mein Legendary. Ne? Das, oder ist das eine 200er Item Level? Und die Halskette. Crit ist mein schlechtester Stats, das wäre auch nicht so gut. Also im Endeffekt, der Kopf hier, 220, wäre mit Abstand das Beste. Ich würde sagen, das nehmen wir. Was kriegen wir hier unten? Ach, Stiege könnten wir auch nehmen. Ne, wir nehmen auf jeden Fall den Kopf, würde ich sagen. Und dann kriegen wir auch noch einen Schlüsselstein, einen 9er Schlüsselstein bekommen wir hier. Ja, nehmen wir auch noch mit. Kann ich wieder irgendeinen Key laufen? Transmog gab es auch noch. Und das dürfte das Item-Level ein gutes Stück hochhauen, wie ihr seht. Auf 97, wenn ich alles anlege, was ich jetzt so noch habe an gutem Gear. Das hat jetzt nicht die optimalen Stats, ne? Mastery Tempo, aber das sind meine der zweite und drittbeste Stat. Versa wäre natürlich besser gewesen, aber großes Upgrade ist es so oder so. Okay, und vor allem, was gut ist, es ist halt eins von den großen Slots, ne? Brust ist ein großes Slot, Schulter ist ein großes Slot, Kopf und Hose. Das sind die, die am meisten Stats drauf haben. Gut. Waffe natürlich auch. Waffe wäre natürlich noch besser gewesen. Aber das ist halt ein großer Slot von den Stats her. Und dementsprechend habe ich jetzt schon drei große Slots mit 220. Für das, dass ich nicht aktiv am Raiden bin und nur so ein bisschen random Lauf bzw. Plus mache, ist es schon ganz okay. Gut, damit wären wir durch. Ich habe mir jetzt hier so eine random Gruppe für den aktuellen Raid gesucht, mal ein bisschen NHC noch die restlichen Slots auffüllen, die porten mich auch schon, also würde ich sagen, starten wir da durch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausbekommen habt. Ich hoffe, der ein oder andere hat ein gutes Item rausbekommen und ihr kriegt nichts doppelt. Das habe ich nämlich für mich auch gehofft und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.